heute erkläre ich euch mal Sex Machine von James Brown. Wenn man ein bisschen funky viel nach hat, ist das gar nicht so schlimm. Und wenn ihr die Akkorde könnt, da braucht ihr eigentlich nur zwei und davon eben halt auch nur eine Variante immer. Dann kann man schon so ein bisschen mal den Funk rausholen. So, fangen wir mal an. Sex Machine fängt im Original an mit einem Ass-9-Akkord. Was ich eben gespielt habe, wäre dann schon die Strophe. Und zwar ein Ass-9-Akkord, wie er ihn gerne benutzt oder wie er ganz cool klingt, ist etwas kompliziert zu greifen. Es gibt gleich auch nochmal eine Alternative. Und zwar der Ass-9, ich denke, sie spielen im Original auch so, oder man kann ihn jedenfalls so spielen, das ist ja immer so, hätte, wäre, wenn. Und zwar ein Ass-9 startet mit dem Mittelfinger im sechsten Bund auf der D-Seite, da haben wir das Ass. Ne, dann kommt die Dur-Terz dazu, im fünften Bund auf der, mit dem Zeigefinger, auf der, das ist dann das C, im fünften Bund auf der G-Seite. Dann kommt der kleine Finger dazu. Ne, dann haben wir hier die Note, ja, Ges ist es dann eigentlich, im siebten Bund auf der H-Seite. Und der Ringfinger greift die Note B im sechsten Bund auf der oberen E-Seite, sodass wir diesen Akkord hier bekommen. Nochmal. Ne? Und eigentlich spielen sie die in einem Takt, diesen Akkord, diese Noten. Ne? Das ist der Sound, wenn wir ihn haben, wenn wir alle zusammen anschlagen. Und die spielen genau diesen Griff in, eigentlich ziemlich staccato in Achteln einen Takt lang durch. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Er selber im Original quatscht er ja am Anfang schön ein bisschen rum und zählt dann 1, 2, 3, 4 irgendwie mal an und dann spielen sie ganz staccato eben mal. Ne? Mit diesem Ass-9-Akkord. 1 und 2 und 3 und 4 und dann geht die Nummer los und dann kommt dieser Groove, den ich gerade am Anfang noch so ein bisschen abgetüdelt habe. So, das ist ein Ass-9-Akkord. Wem dieser Griff zu schwierig ist, der kann den Ass-9 auch in einer anderen Lage greifen. Und zwar, wir haben die Note Ass nochmal, wir werden dann ziemlich hoch, wir haben die Note Ass dann nochmal mit dem Mittelfinger wieder auf der A-Seite und dann ist der Ton Ass natürlich im 11. Bund, weil im 12. Bund wäre ja wieder das A. Also ein Halbton tiefer ist das Ass, dann kommt die Dur-Terz dazu. Ne, wieder der Zeigefinger, gleiche Bewegung, der Zeigefinger wäre dann im 10. Bund, ne, würde natürlich wieder das C spielen, ist klar, müssen dieselben Töne sein. Und dann kommt der für einen Ass-9, und das ist wahrscheinlich der Standard-Ass-9-Griff, das Voicing, was viele vielleicht schon kennen werden, ist natürlich einfacher zu greifen, ist klar. Klingt, es sind dieselben Noten, es klingt aber nicht ganz so authentisch wie mit den hohen Saiten hier vorne. Und zwar kommt dann der Ringfinger noch im 11. Bund mit dem Ges wieder auf der G-Seite und der kleine Finger auch im 11. Bund auf der B-Seite, auf der H-Seite mit dem B, mit dem verminderten B. Ne? Dann haben wir dieselben Töne. Ne? Das sind genau dieselben Noten. Der klingt wesentlich offener. Das ist, man muss das so schon hören können. So, der ist natürlich etwas einfacher zu greifen. Der klingt etwas basslastiger. Ne? Wenn wir das mit dem Akkord spielen, hätten wir eben halt... Klingt nicht ganz so cool, ist aber ein bisschen einfacher zu greifen. So, wenn es dann in die Strophe geht, machen wir Folgendes. Eigentlich nehmen wir jetzt diesen Griff, einen Ass-9, verschieben ihn auf der A-Seite, so dass der Mittelfinger, der ja den Grundton bei diesem Akkord greift, im sechsten Bund ist. Das heißt, der Mittelfinger ist im sechsten Bund auf der A-Seite, spielt die Note S, dann kommt der Zeigefinger im fünften Bund auf der D-Seite, spielt das G, dann kommt der Ringfinger, spielt das Des im sechsten Bund auf der G-Seite und der kleine Finger hat das F im sechsten Bund auf der H-Seite. So, das ist eigentlich ein S9 in der Standardversion. Damit geht dieser Song auch los. Wir haben bloß das Problem, dass wir jetzt eine kleine Melodie reinspielen werden und die kriegen wir mit der Version dieses Griffes nicht hin, sondern wir müssen dazu Folgendes machen. Es bleibt eigentlich alles gleich. Der Mittelfinger bleibt auf dem S,
Der Zeigefinger bleibt auf dem G und den Job, den jetzt der Ring und der kleine Finger gemacht haben ursprünglich mal, den ersetzen wir durch den Barré eines Ringfingers oder des Ringfingers. Der Ringfinger, wir spielen eine Variante eines S9-Griffes, macht jetzt auf den obersten drei Seiten jeweils im sechsten Bund einen Barré. Wenn ich alle anderen Finger wegnehme, sieht das auch erstmal so aus. Der Ringfinger ist auf den obersten drei Seiten, also GHE-Seite oder GBE-Seite, im sechsten Bund. Der Ringfinger macht einen kompletten Barré über die drei Seiten. So, die anderen beiden Finger, der Mittel- und der Zeige, bleiben bei unseren beiden ersten Tönen, also S und G. So, wenn ich das so mache, kann ich jetzt, habe ich den Vorteil, dass ich jetzt die obere E-Seite mit anschlagen kann. Ich habe einen Ton mehr. Und ich habe den kleinen Finger frei, was ich vorher nicht hatte. Und den brauchen wir nämlich, um die kleine Melodie, die man bei hier Sex Machine immer hört, schön zu spielen. Und zwar haben wir da immer, wir spielen eigentlich immer, vom Rhythmus her sind es eigentlich immer Achtel, eigentlich immer, beziehungsweise Viertel. Wir spielen eigentlich immer 1, 2 und auf der 3 spielen wir diese kleine Melodie. Das ist schon der Grundrhythmus von diesem Ding. Ne? Also 1, 2, dann kommt ein S13. Und also eine Variante des S9-Akkordes, des Dominant-Sept-Akkordes, es ist ja ein Dominant-Sept-Akkord. Der kleine Finger spielt diese Melodie und zwar kommt der in den achten Bund, der spielt die Note C im achten Bund auf der hohen E-Seite. Der Griff bleibt liegen, wir packen den kleinen Finger nur dazu, einen Ganzton höher auf der hohen Seite. Und da ist die Melodie, da ist der Hase im Pfeffer. Ich spiele immer S9. So, und wenn man jetzt anfängt, so ein bisschen funky zu spielen, gibt es eigentlich eine große Grundregel, die steht über allen 16. Und zwar immer versuchen, oder wenn man so ein geiles, funkiges Feel aufbauen will, muss die rechte Hand in 16 durchlaufen und auch mal ganz viele Ghost Notes spielen. Man sollte eher auf den höheren Saiten spielen. Ne, ich habe jetzt hier den Akkord schon liegen, greife ihn aber noch nicht. Mache dann eben halt meine 16 hier. Ich benutze auch ein weiches Plektrum dafür, weil das ist zu anstrengend. Wenn wir 16 hier volle Pulle durchhämmern und über mehrere Saiten, dann muss man aufpassen, dass man das Plektrum nicht wegfliegt. Das geht nur mit einem dünneren Plektrum, wo das auch ein bisschen. Dann klingen die Saiten auch ein bisschen gleichmäßiger. Dann klingt das nicht so immer, wenn man so anschlägt eben halt. So, ne? Das Plektrum komprimiert ein wenig von alleine diesen Sound. So. Und die kleine 16-Figur hat eine ganz gewisse Rhythmik, die wir dann nachher spielen. Machen wir aber gleich. Wenn wir dann erstmal 16. Und jetzt könnte man anfangen, dass man immer mal die Zählzeit mal betont, den Akkord dann runterdrückt. Und jetzt kürzer. Und auf der 3, das wäre dann die 1, 2. Da machen wir dann den kleinen Finger, das wäre dann ein S13-Akkord. Und dann. Und auf der Geschichte, da machen wir einen Abschlag, also in der Luft, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wir machen einen Abschlag für den S13. Und weil wir 16 imaginär durchlaufen lassen, machen wir einen Abschlag, einen Aufschlag in der Luft, wieder einen Abschlag und den Aufschlag, den nehmen wir wieder mit dem S9-Akkord. Ich lasse die Hand also durchlaufen. Ab, auf, ist das. Ab, auf. Wenn ich das relativ schnell mache. Na, wenn ich das mit den Ghost Notes mal ein bisschen mische, mit dem anderen Kram. Das ganze Ding basiert also auf ganz gleichmäßigem Anschlag in der rechten Hand. Man kann jetzt Ghost Notes machen, man muss auch einfach ein bisschen mit rum experimentieren. Wenn man das erstmal ein bisschen ausprobieren will, kann man auch erstmal nur die Akzente spielen. Dann hat man eben halt 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne? Und wenn man so meint, man hat so ein bisschen das Gefühl dafür, dann erweitert man das eben halt.
dafür hat, dann versucht man mal ein bisschen um die Rhythmik rumzuspielen. Also die Figur im Groben und Ganzen da zu lassen, aber einfach die Rhythmik einfach ein bisschen, also die Akzente ein bisschen vielleicht zu setzen, dass man normal. Dass man so ein bisschen darum rumdattelt. Das ist die Strophe in diesem Liedchen, also ein S9-Akkord. Wie gesagt, kann man eben halt mit dem Barré eines Ringfingers dann so hinbiegen, dass man eben halt immer ein S13 draus machen kann, weil man den kleinen Finger dann frei hat, ein S9-Akkord. So, das ist immer die Strophe. Die läuft eigentlich durch, man muss schön rumfunken, schön grooven. Und dankbarerweise singt James Brown einem in diesem Liedchen den Songablauf vor. Er zählt den Song an, dann geht es mit dem Ass-9-Akkord los, dann geht es in die Strophe, dann spielt man die Strophe so und so lange und dann redet er irgendwas von Should we take it to the bridge oder sowas ähnliches, singt er denn da quasi. Und ja, irgendwann ist das dann zu Ende, dann sagt er das an und dann geht es in die Bridge. So, das wäre die Bridge in diesem Song. Bei der Bridge machen wir Folgendes. Unseren ursprünglichen S9-Akkord, den wir jetzt mit dem Barré greifen, verschieben wir in den, eigentlich ist es die 10. Lage. Also der Mittelfinger ist am 11. Bund, spielt einen Ass-9, also wieder im 11. Bund das Ass, der Mittelfinger. Und, ja, und jetzt machen wir am Anfang auch gleich den Ass-13 draus, indem wir den kleinen Finger wieder dazu nehmen, im 13. Bund auf der hohen E-Seite. Und jetzt schlagen wir zweimal diesen Ass-13 an. Dann nehmen wir den kleinen Finger weg, schlagen den auch zweimal, das wäre ja der Ass-9. Dann verschieben wir den Griff zwei Bünde nach unten, dann ist der Mittelfinger im 9. Bund. Und diese Akkorde, die jetzt kommen, da laufen wir wieder hoch in den Ass-9 und schlagen ihn nur einmal an. Ne, wir machen zweimal Ass-13, Ass-9. Wenn man so ein durchgehendes 16. viel lässt jetzt bei der Geschichte, sind die Akkorde, die wir rauf spielen, das wäre eigentlich ein Ges-9 und ein G-9 und wieder ein Ass-9, sind es alles Aufschläge. Bap, bap, bap müsste das sein. Das müsste dann... Das wäre diese Geschichte. Und ja, dann haben wir, das ist diese Bridge. Und dann spielen wir die eine ganze Ecke lang, lang durch. So, wenn es dann, jetzt geht es dann irgendwann wieder in die Strophe. Und ja, da sagt er dann das kurz an, dass es eben mal wieder in die Strophe gehen soll. Und die eröffnen sie wieder mit dem einen Takt lang Ass-9 in Achteln gespielt. Da wir ja sowieso in der Lage sind, könnte man dann wieder 1, 2, 3, entweder diesen Griff hier nehmen oder wenn man schon vorher in die unterste Lage wechseln will, 1, 2, 3, 4, spielt man den Ass-9 wieder down, wenn man denn möchte. Bietet sich natürlich hier in der Lage an, ne, weil wir sowieso auf dem Ass-9 da sind. Dann kommt wieder die Strophe, ne, wie wir wieder mit dem und so weiter. Ne, den haben wir dann wieder. Und kleiner Tipp noch, das Ganze, also das ist das, was sich wiederholt, diese beiden Parts eigentlich. Wenn man jetzt ein bisschen zu faul ist und keinen Bock hat, diesen Neuner hier so zu greifen, gibt es nochmal die ganz easy play Version. Wir machen ja mit dem Ringfinger einen Barré auf den obersten drei Seiten. Jetzt könnte man für den Anfangsgroove, für den anderen Groove ginge das natürlich auch, den oberen, könnte man einfach den Ringfinger ersetzen durch den Zeigefinger, ne? Dann schlägt man natürlich die A- und die D-Seite nicht mit an, das ist ja völlig logisch. Und dann brauchen wir ja nur die kleine Melodie, das könnte man dann jetzt mit dem Ringfinger hinkriegen. Da müssen wir ja nur oben das C und dann könnte man eben halt, ne? Jetzt könnte man anstelle von dem ganzen Akkord, könnte man eben halt hier den Barré nur mit dem Zeigefinger machen. Und dann macht man mit dem ja, Ringfinger in dem Fall vielleicht hier auf der hohen E-Seite die Melodie.
Das würde sich dann anbieten, wenn man in einer Funkband spielt, wo viele Instrumente dabei sind. Also wenn noch Bläser und auch noch ein Keyboarder dabei ist, der irgendwie diese ganze Akkordstruktur mitspielt, dann wird es eventuell auf der Gitarre auch einfach zu viel, wenn man den ganzen Akkord spielt. Dann spielt man eben halt nur schön diese Akzente eben halt. Hier auch mal so einen kleinen Slide mit reinbauen, was ich gerade mal gemacht habe. Ja, probiert's aus. Fangt euch den Arsch ab.